Pervers, den Schia verwenden, um angeblich beweisen zu können, dass es Sahabas wie Abu Bakr, Uthman und Omar und andere Gefährten von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Heuchler wären, ist folgender. In Sura 24, Ayat 11 steht geschrieben, siehe, diejenigen, welche die Verleugnung aufbrachten, sind eine ganze Gruppe unter euch. Erachtet es nicht für ein Übel für euch, nein, es ist gut für euch. Jeder von ihnen wird erhalten, was er an Sünde verdient hat. Und derjenige, welches übernahm, die Verleugnung zu vergrößern, soll gewaltige Strafe empfangen. Dieser Vers wurde offenbart, als man Aisha, radiallahu an, Unzucht vorgeworfen hat. Soll diese schändliche Tat begangen haben, Astaghfirullah, einige Sahabas aber zweifelten an Aisha, die diese Gerüchte abstritt. Sie folgten den Lügen von Abdullah ibn Ubay, ein Heuchler, der diese Lüge verbreitete. Er gehört zu denen, die fiese Pläne gegen die Muslime schmiedete. Er war ein Jude, gab sich aber als Muslim aus. Er versuchte Zwietracht unter den Gläubigen zu verbreiten. Genau denselben Zwietracht, was heute die Schia an die Ahle Sunnah wal Jamaat verbreitet. Denn die Schia behaupten, dass die engsten Gefährten von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Heuchler wären. Und genau derselbe Gerücht hat verbreitet Zwietracht unter den Muslimen. Die Schia glauben an denselben Propheten wie die Ahle Sunnah wal Jamaat. Doch die Schia verbreitet eine Zwietracht gegenüber den Sunniten, weil die sagen, dass die Sahabas Heuchler wären. Da haben wir ein Problem. Da sind wir sehr erfindlich, weil wenn die Gefährten, die engsten Gefährten von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die in schwierigsten Zeiten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, auf einmal Heuchler werden, dann sagen wir Stopp. Das ist eine große Zwietracht gegenüber den Muslimen, gegenüber denen, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Tag und Nacht waren. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam was gesagt hat, die Sahabas haben gefolgt. Gab es unter den Sahabas Probleme? Natürlich gab es da Probleme. Das ist ganz normal und menschlich. Und Allah sagt sogar in diesem Vers sogar, dass es menschlich ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, erachtet es nicht für ein Übel für euch. Nein, es ist gut für euch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass dies, was passiert ist, sogar für euch khair wird, also gut wird. Und dadurch kann man eine Lehre ziehen. Man kann eine Lehre ziehen und sehen, dass man nicht an denselben Zwietracht wieder reinfällt. Doch die Schia ist genau an denselben Zwietracht wieder reingefallen. Ich frage die Schiiten, habt ihr schon mal einen Schia gesehen, der seine Tochter Aisha nennt? Habt ihr schon mal von der Schia gesehen? Also meine Mutter heißt Aisha und mein Vater heißt Hassan. Doch keiner von den Schia würde Aisha heißen, weil die Aisha hassen. Die hassen Aisha radiallahu an. Doch mein Vater heißt Hassan, meine Mutter heißt Aisha und mein Onkel heißt Hussein. Wir haben keine Probleme mit Ahl Bayt. Wir haben weder Probleme mit Ahl Bayt, noch haben wir Probleme mit Abu Bakr, Omar und Uthman und den Sahabas. Weil wir lieben alle, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren und die halt ihren Islam praktiziert haben. Doch die Schia verbreitet eine Zwietracht. Weil wie gesagt, es gibt keine Schiiten, die sich Aisha nennen würde. Und wir kommen zu den Versen gleich, wo Allah subhanahu wa ta'ala Aisha verteidigt. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die sind die wahren Lügner. Genau wie die Schiiten heute auch Lügner sind. Weil es gibt jetzt heute eine neue Mode, weil viele behaupten, dass die Aisha mittlerweile auch schon lieben und keine Probleme haben mit Aisha. Dann frage ich denen, nennen die ihre Töchter nicht Aisha? Weil sie ein Riesenproblem mit Aisha haben. Nur mittlerweile haben sie gemerkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Aisha verteidigt. Zu diesen Versen kommen wir, wie gesagt. Deswegen haben die aufgehört, Aisha zu verfluchen. Doch aus ihrem Herzen aus fluchen die aber weiter. Deswegen sagen wir auch, dass diese Menschen die wahren Munafikun sind. Und genau denselben Zwietracht, was damals vor ca. 1400 Jahren passiert ist, verbreitet heute die Schia mit den Sahabas, mit Aisha, mit Abu Bakr, mit Omar, mit Uthman und mit vielen anderen Sahabas. Doch dazu kommen wir noch. Also der Lügner Abdullah ibn Ubay war derjenige, der den Zwietracht unter den Gläubigen verbreitete
Und dazu gehörte auch zu behaupten, dass Aisha radiallahu an, die Mutter der Gläubigen, Unzucht begangen hätte. Dieser Gerücht verbreitete sich ziemlich schnell im ganzen Medina, sodass jeder darüber redete. Es war zu sagen, ein Top-Thema unter den Munafik und unter den gläubigen Muslimen. Viele Muslime wurden Opfer dieser Lüge, denn auch sie zweifelten an Aisha radiallahu an. Darunter auch Hassan bin Thabit und viele Sahabas. Mit diesem Gerücht wollte man den Propheten sallallahu alaihi wasallam kränken. Denn es war seine Frau, die angeblich solch eine große Sünde begangen haben soll. Er war sehr traurig, als er dies hörte, nicht weil er etwas Wahres an dem Gerücht sieht, sondern weil es seine Frau war, über die Lügen erzählt wurde und worüber die ganze Stadt redete. Stellt euch das mal vor, ihr seid gläubig und versucht den Islam zu praktizieren. Und auf einmal bekommt ihr zu hören, dass eure Frau sowas begeht. Wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr geduldig sein? Würdet ihr euch scheiden lassen? Würdet ihr eure Frau vielleicht sogar schlagen? Wie sehr würdet ihr euch den Kopf darüber zerbrechen? Bedenkt, dass es die Mutter der Gläubigen unterstellt wurde. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war geduldig. Jedoch war er zu der Zeit gestresst und litt sehr unter den Vorwürfen. Aisha radiallahu an berichtet in einem Hadith, selbst von den Folgen dieses Vorfalls, Gerüchte von diesen Verleugnungen, breiteten sich etwa einen Monat lang in der ganzen Stadt aus und verursachten dem Propheten großes Leid. Ich weinte aus Hilflosigkeit, meine Eltern litten innerlich. Schließlich kam der Prophet eines Tages zu mir und setzte sich neben mir, was er nicht getan hatte, seitdem die Verleugnungskampagne begonnen hatte. Abu Bakr, der Vater, und Umruman, die Mutter, saßen auch bei uns. Denn sie spürten, dass etwa Außergewöhnliches im Gange war. Mein Vater Abu Bakr und meine Mutter Umruman, die Mutter, saßen auch bei uns. Mein Vater Abu Bakr und Umruman, meine Mutter, saßen auch bei uns. Denn sie spürten, dass etwas Außergewöhnliches im Gange war. Hierzu möchte ich euch etwas fragen. Stellt euch mal vor, ihr habt eine verheiratete Tochter. Auf einmal wird in der ganzen Verwandtschaft erzählt, dass eure Tochter ihren Mann mit einem anderen Mann hintergeht. Wie würdet ihr als Elternteil reagieren? Würdet ihr sagen, naja, ist unwichtig? Oder würdet ihr besorgt sein, um die Gerüchte oder vielleicht auch anfangen zu zweifeln? Und so erging es auch Abu Bakr radiallahu an. Er war sehr traurig darüber und zugleich auch schockiert, als er mitbekommen hat, welche Gerüchte über seine Tochter verbreitet wurden. Dies ist, denke ich mal, jeder Vater, der so etwas hören muss. Also wie gesagt, Aisha sagte, der Prophet begann ein Gespräch, in dem er sagte, Aisha, ich habe dieses und jenes Gerede über dich gehört. Wenn du unschuldig bist, dann rechne ich damit, dass Gott deine Unschuld ans Licht kommen lässt. Wenn du dir jedoch ein Vergehen hast zu Schulden kommen lassen, dann solltest du es bereuen. Denn wenn ein Diener Gottes seine Fehler bereut und um Vergebung bittet, dann vergibt Allah ihm. Hier will ich euch etwas verdeutlichen. Wir wissen, dass die Gerüchte über Aisha nicht die Wahrheit entsprechen. Aber auch wenn sie das begangen hätte, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn sie es bereut und Allah um Verzeihung bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr vergeben würde. Was würden die heutigen Schiiten dann sagen? Was würden die heute machen, wenn Aisha diese Tat begangen hätte? Astaghfirullah al-Azim. Sie hätten heute noch mit ihrem Finger auf sie gezeigt und sie deswegen für schlecht gehalten, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihr verziehen hätte. Also der Prophet begann ein Gespräch, in dem er sagte, Aisha, ich habe dieses und jenes Gerede über dich gehört. Wenn du unschuldig bist, dann rechne ich damit, dass Gott deine Unschuld ans Licht kommen lässt. Wenn du dir jedoch ein Vergehen hast Schulden kommen lassen, dann solltest du es bereuen. Denn wenn ein Diener Gottes seine Fehler bereut und um Vergebung bittet, dann vergibt Allah subhanahu wa ta'ala ihm. Daraufhin sagte Aisha, als ich diese Worte hörte, trockneten die Tränen in meine Augen. Ich schaute zu meinem Vater in der Erwartung, er würde dem Propheten antworten. Aber er sagte, meine Tochter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da wandte ich zu meiner Mutter, aber auch sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Schließlich sagte ich,
Ihr habt etwas über mich was gehört und daran geglaubt. Wenn ich jetzt sage, dass ich unschuldig bin und Allah weiß, dass ich unschuldig bin, dann werdet ihr mir nicht glauben. Wenn ich aber etwas eingestehe, was ich nie begangen habe, und Allah weiß es, dass ich nie begangen habe, dann glaubt ihr mir.